ein kleiner. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Assassin's Creed Rogue. Mit mir wird Mana und wir sind hier stehen geblieben. Auf hoher See. Und wir müssen jetzt dahin. Okay, haben wir das nicht schon? Das weiß ich nicht, ob wir das schon haben. Jetzt macht er erstmal da ranfahren. Wir warten noch ein bisschen, dass wir das machen können. Bombe werfen. Pistole nehme ich wieder. Ja, dann wollen wir mal. Gibt es hier einen Aussichtspunkt, wo ich hoch kann? Weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall erstmal so hier hoch. Das ist geil. Das war geil. Okay. Das ist Adewadi. Ah ne, das ist nicht Adewadi, das ist der andere. Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfour wäre beinahe gefunden. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch. Dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Packels Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Packelgewehr auf Schwachstellen abfeuern. Mehr Segel, Männer! Jetzt dürfen wir. Captain? Ich begleite euch auf der Reise. So. Wollen wir dann, Gentlemen? Ihr seid bester Laune, Shake. Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Und diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie, habe sie aber nie in Aktion gesehen. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Ein günstiger Zeitpunkt. Göttin Fortuna schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Kann dieses Fass auch schneller? Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Mach dich, Tippel. Ihr zerstört die Schatulle. Unser Ziel ist sehr gescheit, aber nicht in seinem Element. Samuel Smith ist Schatzmeister der Kämpfer. Vielleicht wollte er jemanden retten. Oder stieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich davon. Nun, er war lange auf Reisen. Jetzt können wir ihn schnappen. Smith verwaltet die Reichtümer der Tempel. Ist er aus dem Weg? Washington vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Scheiße, ich werde beschossen. Könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Strand bringen. Der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Oh Gott, ich kann das nicht. Klappt. Der Weg ist frei. Und erneut ist euch das Glück getroffen. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln. Smith entwischt uns. Oh, oh. Gewässer sind voll. Eine Falle. Bravo, Jesus. Diablo noch fair. Smith darf nicht entkommen. Scheiße. Wurden geentert. Kacke.
Ich glaube, das soll aber so sein vom Spiel. Fuck, ey. Gut, die feindliche Crew haben wir. Die haben uns geentert, das ist ja Hammer. Morgen reparieren manchmal. Gut, wir müssen aber weiterkämpfen. Wo ist Smiths Schiff geblieben? Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Beiwohnen. Da muss ich ihn enttäuschen. Er ist noch in Reichweite. Ja, der ist noch in Reichweite. Scheiße, das war jetzt echt kacke. Aber egal, müssen wir durch. Vor uns kämpfen! Der Wind frischt auf! Feuer! Welches Teufelswerk ist das? Noch eine Tempeltaktik. Können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Che! Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Ja. Aber das müssen wir da durch, oder was? Okay. Vor uns kämpfen! Leider hat das nicht überall gemacht. Wir sind für vieles trainiert. Kann das Eis mit seinem Willen brechen. Jetzt wissen wir, wo es hingeht. Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt ihm an Land. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Lass mal runterlegen. Ich sehe nichts. Scheiße. Ruhrpfeile. Gut. Scheiße, der hat mich, glaube ich, gesehen. Gut, den habe ich. Das war zwar ein bisschen ungeplant gewesen, jetzt, wie ich das gemacht habe. Das kann ging. Nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Mhm. Dann muss ich wahrscheinlich von der Insel flüchten. So,
Mission abgeschlossen. Habe ich das jetzt auch? Munition, ah, okay. Auch Bomben, Kugeln, alles, was das Herz begehrt. Da ist noch eine Kiste. Die nehme ich auch mal. Ein bisschen Gold, sehr schön. Boah, ist das dunkel hier, wenn man. Natürlich super, wenn man nichts sieht. Toll, wieso sehe ich denn hier nichts? Einmal hochstellen. Geht das? Der Videografik. Video gucke ich nochmal. Mach ich Blut aus. Ach Gott. Blut an. Da. Grafik da. Ne? Muss ja hierher gehen. Wobei, warte mal. Ah, okay. Oh Gott. Okay, da geht's her. So was von Tom war der jetzt mittlerweile. Aber war ja immer schon so. Der kommt da hoch, du. Schatzkiste, die plündere ich. Schauen, wie es weitergeht. Dann gehen wir hier weiter. Vielleicht ist das irgendwie so gewollt. Weiß es nicht. Könnte sein, dass es hier lang ist. Alles sehr. Hä? Was soll das denn jetzt? Ich check das gerade nicht, aber naja. Interagieren. Eingeborenen Totems. Keine Ahnung. Oh, jetzt ist da so ein Rätsel. Bringen Sie die Pfeile.